Schönen guten Tag, Rojba Spanisdias. Keine Mela, meine Roller. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute möchte ich über die Weltgesundheitsorganisation sprechen und einen Vertrag, der momentan dort diskutiert wird. Ich bin da nicht alleine. Wir sprechen heute mit Dr. Andreas Wulff von der Nichtregierungsorganisation Medico International. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Frau Sipa. Guten Morgen. Sehr gerne. Dieses Thema ist mir sehr wichtig, weil ich vor 4 Jahren diesen YouTube-Kanal mit den Nachrichten über das Pandemiegeschehen gestartet habe. Deswegen verfolge ich die Nachrichten nach wie vor. Denn es gibt auch eine sehr große Skepsis innerhalb meiner Community, der deutsch-türkischen Community, gegenüber der Weltgesundheitsorganisation. Aber nicht nur das, sondern auch aus vielen verschwörungstheoretischen Kreisen und auch von der AfD gibt es sehr viel Kritik an diesem Vertrag. Es gibt auch eine Petition, die mittlerweile von mehr als 500.000 Menschen in Deutschland unterschrieben wurde. Sie kritisieren diesen Vertrag auch. Deswegen würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, worum geht es eigentlich in diesem Vertrag der Weltgesundheitsorganisation? Ja, der Vertrag ist jetzt seit 2 Jahren in Verhandlungen und es geht darum, genau die internationale Abstimmung hier, die gemeinsam verabredeten Regeln für den Umgang in solch einem großen Krankheitsausbruch, der dann global auch alle Länder betrifft, besser zu regeln und sich verbindlicher auf Dinge zu einigen. Das ist der Hintergrund des Vertrags. In Ergänzung zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, die es jetzt schon gibt. Ja, einer der Kritikpunkte ist, dass die Weltgesundheitsorganisation die Machtergreifung anstreben würde. Wie würden Sie darauf antworten? Ja, die Weltgesundheitsorganisation ist ja eine multilaterale, eine internationale, zwischenstaatliche Organisation und deswegen kann sie gar nicht die Macht ergreifen, sondern sie organisiert die Prozesse der Mitgliedstaaten, zu denen Deutschland genauso gehört wie die Türkei und alle 194 Mitgliedstaaten. Und indem die Staaten dann gemeinsam einen Vertrag machen, vereinbaren sie, wie sie sich verhalten. Die WHO kriegt dann ein bestimmtes Mandat, auch die technischen Regeln zu legen und auch Vorstellungen zu entwickeln, ab wann zum Beispiel ein neuer Krankheitsausbruch tatsächlich eine weltweite Bedrohung ist. Das ist etwas, was die WHO dann macht, aber auch nicht alleine, sondern mit einem Beratergremium natürlich zusammen. Und trotzdem müssen die Länder selber die Politiken natürlich dann umsetzen. Und das ist nicht die WHO. Die WHO hat keine Macht in dem Sinne, dass sie irgendwelche Kontrolleure in Länder schickt, sondern sie ist darauf angewiesen, dass die Länder mit ihr kooperieren. Also in diesem Vertrag wird es auch darum gehen, dass die WHO eine grenzüberschreitende Gefahr mit einer Meldepflicht koppelt, nämlich innerhalb von 24 Stunden sollen Länder dann so etwas melden, wenn das der Fall sein sollte. Dann gibt es ein Notfallkomitee, das dann besagt, das und das sind unsere Empfehlungen. Und Sie haben eben gesagt, die Länder müssten das dann selbst ratifizieren. Also die WHO sagt, wir haben diese Gefahrensituation wahrgenommen und unsere Empfehlungen für die jeweiligen Länder sind A, B, C. Und stellen Sie sich vor, Deutschland sagt dann, Moment, das wollen wir so gar nicht umsetzen. Welche Konsequenzen würde das für Deutschland mit sich ziehen? Das hätte erstmal gar keine Konsequenzen, weil die WHO sozusagen keine Strafaktion machen kann. Also sie würde auch jetzt zu sagen, ein Mitgliedstaat wird nicht ausgeschlossen von der WHO. Das passiert nur, wenn das Mitgliedstaat seine Beiträge nicht bezahlt. Das ist der einzige Weg, wie ein Mitgliedstaat ausgeschlossen werden kann bei der WHO. Die WHO hatte eher das Problem, dass die Länder sich gerade nicht daran halten, was sie gemeinsam verabreden. Und das ist der Grund, warum dieser Pandemievertrag gemeinsam mit den Mitgliedsländern verhandelt wird und warum das auch schwierig ist, weil eben doch die Länder sehr unterschiedliche Interessen haben.
Es ist also nicht so, wie es in diesen verschwörungstheoretischen Kreisen behauptet wird, dass wenn die WHO sagt, diese Empfehlungen geben wir ab, alle Länder das dann auch umsetzen müssen, sondern alle Länder haben noch die Möglichkeit zu sagen, nee, das wollen wir jetzt hier im Deutschen Bundestag zum Beispiel nochmal besprechen, diskutieren. Und wir haben hier gesehen, welche öffentliche Debatten es dann auch mit sich gezogen hat während der Pandemie. Mein, vielleicht ein Beispiel, also diese ganze Frage auch zum Beispiel der Lockdowns, also der Frage, wann schließt man Grenzen, wann macht man, bringt man auch sozusagen das gesellschaftliche Leben zum Stillstand. Das war etwas, was in der Regel gar nicht die WHO empfohlen hat. Und auch der Streitpunkt darum, wie wirksam sind dann jetzt bestimmte Maßnahmen wie Maskenpflicht und sowas, das war etwas, was in der WHO immer nur in diesem Sinne auch als Empfehlung formuliert wurde. Und die Umsetzungspflicht, das ist etwas, was und auch das, was dann die Durchsetzung von solchen Maßnahmen, das bleibt weiterhin in der Hand der Mitgliedstaaten. Gut, dass Sie das ansprechen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. In der Türkei und Deutschland hat man natürlich unterschiedliche Umgangsweisen damit gehabt. Die Türkei hat zum Beispiel bei dem Lockdown bestimmte Uhrzeiten gehabt. Da durften Menschen tatsächlich gar nicht mehr auf die Straße gehen. Und das habe ich versucht, damals auch in meinen Videos immer wieder zu erklären. So etwas haben wir in Deutschland ja nicht gehabt. Natürlich wurden Geschäfte geschlossen. Es gab die Maskenpflicht, aber wir haben nie die Situation gehabt, dass die Polizei auf den Straßen hinter uns her war und uns dann wegsperren wollte. Insofern ist es ein wichtiger Punkt. Also die WHO kann nicht sagen, wann es einen Lockdown in Deutschland oder der Türkei in einem Land geben sollte. Wie ist es denn mit der Impfpflicht? Kann die WHO sagen, ab wann es für alle Länder eine Impfpflicht geben sollte? Nein, auch das kann die WHO gar nicht sagen, weil die Länder, weil sie ja auch diese Impfmaßnahmen gar nicht durchsetzt. Sie kann auch da wiederum nur Empfehlungen geben, was die WHO gemacht hat und was wofür sie wichtig ist, dass sie zum Beispiel nochmal die verschiedenen Impfstoffe, die dann entwickelt wurden, auch nochmal selber geprüft hat oder die Studien, die es zu diesen Impfungen gab, gesagt hat, so diese Impfstoffe erscheinen uns zuverlässig genug, dass wir sie empfehlen können. Auch eine Impfpflicht selber ist ein nationales, wenn überhaupt ein nationales Recht, das die WHO nicht ausrichten kann. Wir hatten in Deutschland auch keine Impfpflicht, weil die Kritik aus meiner Community immer wieder kommt. Da heißt es, es gab zwar keine Impfpflicht, keine offizielle, aber durch die ganzen Tests, die sie, einige von Ihnen als Schikane verstanden haben, oder durch die Eintrittsbeschränkungen in bestimmte Orte, haben einige das Gefühl gehabt, es war eigentlich praktisch eine Impfpflicht. Aber ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass es gesetzlich keine Impfpflicht gab in Deutschland. Aber Sie haben eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Verteilung der Impfstoffe. Also ich habe ja immer die Türkei und Deutschland beobachtet, wie sie mit den Impfstoffen umgegangen sind. Und während wir hier in Deutschland sehr früh angefangen haben, über BioNTech zu sprechen oder über andere Impfstoffe, hatte die Türkei noch Probleme, an BioNTech ranzukommen oder bestimmte Verträge zu unterzeichnen. Gibt es in diesem Vertrag etwas bezüglich dieser Verteilungsgerechtigkeit im Norden oder im Süden? Ja, das ist einer der ganz großen umstrittenen Punkte. Es gibt ein Konzept, das heißt Access and Benefit Sharing. Das heißt, dass man den Zugang und eben diese zu Medikamenten tatsächlich nicht mehr nur alleine davon abhängig macht, wer genug Geld hat, um sich rechtzeitig Medikamente zu beschaffen. Dieser solidarische Mechanismus, der sagt, dass wenn wir gemeinsam, also das auch verbinden, wir machen eine Pflicht, wir verpflichten uns in dem Vertrag gemeinsam die Information über den Ausbruch einer Pandemie und auch die Daten und auch die Materialien, die Virussachen miteinander zu teilen. Und mit dieser Verpflichtung geht auch einher, dass wir dann uns auch verpflichten, gemeinsam den Impfstoff zu teilen. Da gibt es Vorschläge, dass man so 10 bis 20% von der Impfstoffproduktion dann auch der WHO geben kann
und oder geben muss, damit die WHO das dann eben auch entsprechend an Länder geben kann, die das nicht selber beschaffen können. Aber dieser Mechanismus und einen ähnlichen Mechanismus gab es auch während der Covid-19-Pandemie mit der sogenannten COVAX-Initiative. Aber da hat man eben sehr stark gesehen, da haben die wohlhabenden Länder sich erst dran beteiligt, nachdem sie ihre eigenen Bestände quasi gesichert hatten. Und diese Art von unsolidarischem Handeln, das hat sehr stark zu der Debatte um den Pandemievertrag auch geführt. Viele Menschen wissen nicht, wie internationale Organisationen funktionieren. Und während der Pandemie habe ich immer wieder gesagt, wenn Menschen informiert sind, geraten sie nicht in Panik. Aber wenn man einfach keine Informationen darüber hat, dann gibt es Panik, dann gibt es Skepsis. Deswegen muss sowohl der Staat, müssen sowohl als auch die Medien Informationen über solche wichtigen Themen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen. Das war Dr. Andreas Wohl von Medico International. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Frau Sipa. Ich freue mich.